Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav und willkommen zurück zu Road to Damascus. Die Serie, in der wir Waffen auf Gold spielen. Heute machen wir die AK-47, eine Waffe, die ich irgendwie nicht einschätzen kann. 7 montierte Abschüsse, einen Nachladeabschuss, 6 Abschüsse aus großer Distanz und 11 geduckte Abschüsse. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade echt die erste Waffe ist, bei der ich so ein bisschen ahnungslos bin und nicht weiß, was ich bei ihr machen soll. Das ist echt komisch. Also bei den Aufsätzen bin ich so unsicher. Der Starter, ja, mein Freund. Stille. Ich weiß halt echt nicht, wie ich diese Waffe spielen soll, ne? Ich weiß es nicht. Was wir erstmal machen müssen, ist ein paar angelehnte Abschüsse. Nice. Da haben wir Unfernkampf zusammen. Let's go. Nice, nochmal angelehnt. Digga, ich bin doch drauf. Was soll ich noch machen? Wir haben auf jeden Fall nicht topografisch. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt machen. Da ist einer. Ja, Mann, komm schon. Jawohl, okay, wir haben jetzt das Angelehnte. Das heißt, wir brauchen nur noch Fernschüsse, soweit ich das verstehe. Jawohl, okay, ein Fernkämpfer. Jawohl, noch ein Fernkämpfer. Und der letzte, come on. Ich gehe jetzt mein Leben opfern. Also hier beim Bodenkrieg macht das schon so... Wie habe ich den denn nicht gerade gesehen? Ja, mein Freund, da habe ich für dich genau das, was uns alle interessiert. Und zwar konnte ich ihn nicht sehen. Er kann mich sehen, ich kann ihn nicht sehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Da vorne hinter dem Blauen, ja. Warte, warte. Ja, Mann, gib, komm, gib. Gib, entschuldigen Sie, ich habe gerade 3 Fernschüsse. Also auf Entfernung, ne, wenn du da jemanden vors Visier kriegst. Junge, armes Schwein. Armes Schwein, Junge. Okay, machen wir doch unsere Streaks jetzt. Hier, der da. Fernkämpfer. Komm. Hä? Wo ist mein Gold? Die sind ja richtig im Arsch. Schnell Force voraus noch. Schade. Vielleicht macht der Force vor noch genauso viele Kills wie immer. 1. 1. 2. Habe ich ja auch schon mal was, ne? Ja, genau. Dann klassischerweise Atombombe. Hörst du erst einmal natürlich die Hubschrauber anzufliegen. Oh, ich habe meine Goldtarnung verpasst. Let's go! Ich kann es leider nicht zeigen, aber hier ist Gold. Oh, die haben Damaskus besser gemacht. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. An dieser Stelle der Folge kommt immer die beste Klasse mit der Waffe, die wir gerade auf Gold gespielt haben. Mir fällt das bei der AK aber irgendwie schwer. Ich kämpfe mit ihr aber immer sehr, sehr gegen den Recoil. Und wenn man den Recoil aber kompensiert, dann wird die Waffe einfach entweder langsam oder schlecht. So, guck mal hier. Ist eine schöne Waffe. Keine Ahnung, irgendwie die AK hat bei mir so einen kleinen hohen Stellenwert. Ich mag sie einfach als Waffe. Oh je, meine. Ich probiere gerade mit dem 9mm Mod an. 9mm. Lull. Oh, ich finde schon, dass sie schwer zu kontrollieren ist gerade. Ich glaube, hier oben ist jemand. Ja. Und ich hatte recht. Ich habe gar nicht so viel weniger Recoil, wisst ihr? Oh mein Gott, dass ich den bekommen habe. Let's go. Das war nicht so gut von mir. Da bin ich auch ganz ehrlich. Hallo? Ich kann es nicht nehmen, weil ich da reingeschmissen habe. Ich muss jetzt leider eine andere Waffe nehmen. Ey, Digga, das kann nicht sein, was gerade passiert ist. Das ist gerade nicht passiert. Ich kann die Munition einfach nicht nehmen, ne? Er versucht's auch, aber er kriegt's auch nicht. Was ist das für eine Runde, Mann? Das ist auf jeden Fall... Ja. Was ist das für eine Runde? Ich hab versucht. Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Dass sie mich da noch getötet haben. Frechtags. Aber ist ja gut, da kann ich ja die AK spielen. Okay, kriegt man auch Kills oder... Nicht. Hä? Okay, ich bin zu schlecht dafür. Ey, mein erster Kill erst. Lol. Ich krieg damit auf jeden Fall nichts hin. Ich hab einen Kill gemacht. Es waren 2. Oh. Oh mein. Was habe ich hier für ein Glück mit den Gegnern? Was ich nicht rausfinden konnte. Oh, der war nice, Junge. Okay, ich gebe noch lange nicht auf, Junge. Wir wollen ja nur die Streaks erreichen, ne? Das kann man jederzeit. Nice. Die Waffe ist ein bisschen auf die Entfernung schon, ist sie schon ein bisschen unkontrollierbar. Aber man kriegt es noch hin.
Deswegen bin ich nicht böse, ob der des Recoils oder so wie ich das aufgestellt habe. Weil ich weiß ja, wofür das war. Viel Spaß beim Sterben, Junge. Er stirbt halt wirklich, ne? Manche Leute sind einfach geiler als du. Läuft doch bei uns. Also das Sterben war überhaupt nicht schlimm. Jetzt geht es halt viel, viel mehr ab als vorher. Nice. Hab dich gerettet, mein Freund. Hab dich gerettet. Okay, oben sind welche, aber es könnten natürlich auch mal unten welche sein. Jawohl, wie habe ich den noch bekommen? Wir haben den Harry erreicht, okay. Jetzt ist wichtig, schlau zu spielen. Dass die jetzt einen Konterdrohne haben müssen, ne? Das war knapp. Nein, ich habe wieder nicht aufgepasst. Warum wusste er denn, wo ich... Ich habe wahrscheinlich mittlerweile 10. Klasse gemacht. Ich habe noch keine Ahnung, wie man die Waffe spielt. Digga, wieder alles am Wackeln, ne? Nice. Oh, da oben ist jemand. Ah, das ist unsere. Da vorne. Warum kommt es nochmal hierher? Okay. Ich nehme es an, danke. Oh, wow. Das lief nicht so gut, wie ich gehofft habe. Aber wir haben es überstanden erstmal. I don't get it, man. I don't fucking get it. Wie man diese Waffe gut benutzen soll. I don't get it. I just don't. Bruder! Was eine Abfolge! Aha. Ja. Nein, Junge, warum? Ah, Junge, ich dachte, ich habe es. Ich dachte, ich habe es jetzt fest, ne? Aber ich hatte es nicht, muss man auch sagen. Es fällt mir so schwer, mit dieser Waffe gut zu sein. 35-13. Uiuiuiui. Und das waren, glaube ich, bis auf einen Kill alles Waffenkills, weil mein Harrier, der wurde schneller abgeschossen, als du Wupp sagen kannst. Grasener Raid, natürlich eine geile Map, Junge. Wir müssen jetzt hier auf Position spielen, denn die Waffe ist langsam, aber... What the fuck? Ich habe immer wieder ausgezoomt, obwohl ich nicht wollte. Oh jo. Oh jo. Da habe ich gerade den Sniper gesehen und... Vor allen Dingen, ich dachte, er sei dann vor mir, aber er ist durch mich irgendwie durchgelaufen. Es dauert halt nur so lange, bis man mit der Waffe irgendwas machen kann, ne? Junge, Junge, Junge. Ist er jetzt noch hier? Ja. Du bist echt ein Witzbold, Junge. Für das Campen hast du auch nichts anderes verdient. So, jetzt aber hier auch weg. Das ist schon, weißt du, jetzt habe ich schon das Gefühl, nee, das war zu viel. Die werden dich jagen kommen. Ich benötige Infos über den Bereich. Ich brötige Infos über den Bereich. Nice. Finde ich das Gefühl, dass ich nochmal zeige. Jawohl. Ich muss ja. Ich habe das Gefühl zumindest, dass ich hier absolut Zonus spielen muss. Mal sehen, ob ich recht habe. Ach, Scheiße. Er zeigt sich wirklich nochmal da. Ich bin so glücklich. Danke, Digga. Okay. Jawohl. Alter, ich hab fast verkackt. Ja, oben ist jemand. Oh! Habe ich meine Streak erreicht? Ja, Mann. Ich hab gedacht, ich hab grad voll verkackt. Ich hab gedacht, ich spiel voll schlau. Aber ja, was sollte ich dann an der Stelle machen, hab ich ja gedacht. Alter Schwede. Okay, mal sehen, wie lange der hält. Ich bin nicht so gut mit dem Hubschrauber, hab ich schon gemerkt. Das habt ihr auch schon mal gemerkt, als ich da mal mitgespielt habe. So, da ins Fenster rein, geht das? Jawohl. Ah, das geht nicht so gut. Ah, der geht ans Fenster. Ne, geht er nicht. Oh no, jemand hat mich mit der Rakete anvisiert. Wo hier? Nee, ne? Nee. Ah, ich treffe ihn nicht. Die verstecken sich ganz gut, muss man sagen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ah. Also viele Kills, würde ich behaupten, mache ich nicht. Bevor ich schießen konnte. Er hat da, ne, ist rein, hat sich hingestellt, hat direkt gezielt. Und ich bin reingelaufen. Bruder, die Waffe. Boah, ich kann die so nicht abhaben. Also da muss ich jetzt ehrlich, das, überraschenderweise sagen, das Ding macht mir gar keinen Spaß. Wundert mich irgendwie. Aber ich verstehe auch nicht, was die AK gut machen soll. Na, die hat halt diesen 3-Schuss-Kill-Range und so weiter. Aber immer, wenn man auf 3-Schuss-Kill-Range geht, also wenn man die effektive Reichweite erhöht und so weiter, ne? Dann ist die Waffe langsamer als eine LMG teilweise.
zumindest kommt mir das so vor. Und wenn man das nicht haben will, also wenn man sie schneller machen will, dann ist die komplett unkontrollierbar. Aber halt komplett. Und die Time to Kill von ihr allgemein finde ich einfach schwach. Weil wenn du halt einen Schuss verfehlst, dann war's doch direkt. Ich wollte gerade sagen, piekst du auch, mein Freund? Ja, hat der getan. Da oben ist einer von denen. Oh mein Gott, ich habe ihn noch bekommen. Nee, abschließend kann ich nur sagen, ich werde die Waffe so in der Form nicht spielen können. Wenn ihr eine gute Klasse habt, dann sagt mir Bescheid. Aber ich... ohne Mist! Ich habe 10 Klassen oder so probiert. Ich finde die sinnlos, die Waffe. Die macht mir keinen Spaß. Ich verstehe nicht, was sie gut kann. Sie tendiert dazu, einfach für mich komplett sinnlos zu sein. Ein 25:8 von mir aus. Von mir aus. Hauptsache, ich muss die Waffe nie wieder spielen, ey. Ich freue mich schon auf die nächste goldene Waffe. Das wird wahrscheinlich die Scar sein. Die sind wir noch. Wir haben die schon quasi auf Gold. Tut mir leid, dass ich so lange nicht hochgeladen habe. Es liegt an einem einzigen Grund, warum ich so lange nicht hochgeladen habe. An der AK. Ich habe wirklich so lange gebraucht für eine Aufnahme. Kann man die Waffe einfach löschen oder so? Danke, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen. Und nicht zu vergessen, ne? Glatzkopf Gustav ist da, Junge. Ich bin echt zufrieden, wie das aussieht, ne? Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich bin zufrieden. Keine Ahnung, es war cool, mal was Neues zu probieren. Muss mal braun werden, die Glatze. Dann sieht es bestimmt noch ein bisschen besser aus. Ich werde jetzt ein bisschen ausprobieren, falls ihr euch fragt, warum. Mir sind langsam so die Haare hier ausgefallen. Und das ist Muttermal, by the way. Mir sind langsam die Haare hier ausgefallen. Und ja, ich dachte, anstatt das zu verheimlichen oder so zu tun, als wäre es nicht so. Ich stehe dazu, schneide mir eine Glatze und gucke, wie das aussieht. Und ich bin super zufrieden. Voll nice, wenn jetzt der Bart noch ein bisschen länger wird. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up here with the flow. I swear nigga, no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners. Anybody here can get it. Get tuned in to the relics now. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up here with the flow. I swear nigga, no limits now. I've been ballin' for a minute.